Hallo und herzlich willkommen zu Smarty Talks, unserer Interviewreihe bei Wunderagent. Heute freue ich mich ganz besonders, Frau Ute Voss begrüßen zu dürfen. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut und das ist jetzt auch keine Floskel, sondern das meine ich ehrlich. Ich komme ja aus Schleswig-Holstein, mehr umschlungen und mag Berlin total gern und dachte, oh, mal schön wieder nach Berlin zu kommen. Und freue mich auch auf dieses Interview, weil das genau mein Thema ist und ich mag das und ich bin gespannt auf die Fragen und hoffe, dass ich ganz viel Input bringen kann für die Zuschauer, für die Zuschauerinnen. Meine Firma heißt Frau und Vermögen. Ich berate und coache Frauen und nette Männer und Paare und kleine und mittlere Unternehmen in den Bereichen finanzielles, persönliches und unternehmerisches Wachstum. Ich bin unabhängige Anlageberaterin und habe einen Schwerpunkt im Bereich von Investmentfonds und da auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit behandle ich mit. Und ansonsten, ja, ich coache, berate, halte Vorträge, Seminare, Workshops und schreibe als Journalistin über Wirtschafts- und Finanzthemen und es macht mir ganz viel Spaß. Ja, Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass wir uns für heute ein interessantes Thema ausgesucht haben. Und das Thema ist Immobilieninvestment als Paar. Welche Voraussetzungen sollte man als Paar denn erfüllen, um gemeinsam zu investieren? Man sollte sich schon ein bisschen länger kennen und vertrauen natürlich auch und auch ein bisschen wissen oder sollte man möglichst viel sogar wissen, wie der andere tickt. Also in Stresssituationen vor allen Dingen, es kann ja immer stressige Phasen geben, aber auch im Investitionsstatus. Können wir überhaupt über Geld sprechen? Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich auch mal über seine eigenen Werte austauscht, die Wertewelt. Und wenn Paare zu mir in die Beratung kommen, dann kriegen die immer vorher einen Analysebogen gesandt. Und ein Teil davon, habe ich rein zufällig mit, ist eine Seite, da geht es um die Werte. Und da habe ich eine Auswahl von ungefähr 20 Werten hingeschrieben. Und da gilt es dran, als Paar kann erstmal jeder für sich alleine machen, immer Werte wegstreichen, 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 bis zum Schluss drei Werte übergeblieben sind. Und dann kann man als Paar mal gucken. Da sind Werte drauf wie Gesundheit, Herausforderung, Umweltbewusstsein, Abenteuer, Vertrauen, was auch immer. Es gibt Paare, die haben witzigerweise, stimmen die Werte total da überein. Und es gibt auch Paare, da sind ganz andere Sachen kommen dabei raus. Was raten Sie Paaren, bei denen komplett andere Sachen rauskommen? Also sollte man dann überhaupt gemeinsam investieren oder sollte man lieber die Finger davon lassen? Ah, ich finde das ganz spannend. Also das bietet doch einen Anlass, sich auch mal zu unterhalten und in die Tiefe zu gehen und bei Werten auch noch mal drüber zu sprechen, zum Beispiel Abenteuer, was bedeutet das eigentlich? Weil da hat ja jeder auch eine ganz andere Vorstellung und sich erstmal darüber auszutauschen. Und ansonsten ist das eben eine Idee, man hat die gleichen Werte, ist auch okay. Aber ich finde, das ist spannend, viel spannender. Angenommen, wir sind jetzt ein Paar nur mal so und bei Ihnen kommt raus Abenteuer, Herausforderung, Flexibilität, Unternehmertum, sowas. Und bei mir kommt vielleicht raus Ordnung, Sicherheit, so Bodenständigkeit. Dann sind wir, finde ich, auch ein tolles Paar. Ganz wichtig ist dieses Vertrauen. Ja. Und das stelle ich mir jetzt so vor, ich komme ja aus Schleswig-Holstein von der Küste und da gibt es Schiffe und Sie sind jetzt der Abenteurer, der Kapitän, der sagt, komm, lass uns in See stechen. Und wir kennen uns und ich vertraue Ihnen. Und ich weiß, ich kann Ihnen so vertrauen, wenn das Schiff in stürmische Gewässer gerät, dass ich weiß, Sie führen mich da sicher durch. Sie haben dann den Überblick, eine Souveränität und so weiter und Sie ziehen mich da ein bisschen mit, dass ich so aus meiner sicheren Komfortzone kommen und ich bilde aber wiederum einen Gegenpart. Also vielleicht ist es so, dass Sie zu übermütig werden in Ihrem Unternehmertum, in Ihrem Abenteuerdrang und ich bin Ausgleich und sorge Sie und hole ein Stück wieder runter. Und so bewegen wir beide uns in einer ganz tollen Balance und ergänzen uns ganz toll als Paar. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, was Sie da vermitteln und ich denke, das hilft auch vielen Paaren, die vielleicht gerade zuhören oder zugucken, dabei auch so ein bisschen die Angst zu überwinden, zusammen zu investieren, auch wenn man eigentlich komplett unterschiedlich ist und das geht ja auch so ein bisschen über das Investment hinaus, natürlich auch eine Chance als Paar zu haben, auch wenn man komplett unterschiedlich ist. Das Wichtigste ist Vertrauen, das haben Sie ja schon gesagt.
Aber natürlich auch die Werte. Und die Werte werden ja einem vom Elternhaus vermittelt. Und da haben Sie mir auch in vergangenen Gesprächen schon ein sehr, sehr wichtiges Wort mit an die Hand gegeben, nämlich die Geldbiografie. Vielleicht können Sie ja mal ganz kurz erzählen, was das genau ist und inwiefern das wichtig ist, wenn man gemeinsam investieren möchte. Also generell wichtig, nicht nur bei einem Investment, sondern wenn man sich überhaupt als Paar findet. Und Geld ist ja immer ein Thema auch in einer Beziehung und auch oft ein Streitthema. Und manchmal knirscht es halt auch. Thema Geldbiografie bedeutet, dass wir beide uns als Paar mal drüber unterhalten, wo kommst du eigentlich her? Wie bist du aufgewachsen? Wie war das in deinem Elternhaus? War immer reichlich Geld vorhanden oder war das Geld knapp? Wurde überhaupt über Geld geredet? War das überhaupt ein Thema? Ist dir Finanzwissen vermittelt worden? Auch das Thema Ausbildung, Studium oder so, konntest du, wie war es bei dir? Also konntest du vielleicht im Ausland studieren, deine Eltern haben dir alles ermöglicht, du musstest nie noch nebenbei arbeiten. Und bei mir war es vielleicht so, dass meine Eltern gar kein Geld hatten und ich musste mir mein Studium oder die Ausbildung selbst erarbeiten. Das prägt. Als Familie oder als Paar ist man ja auch ein Unternehmer. Man hat ja ein Wirtschaftsunternehmen, das Wirtschaftsunternehmen Haushalt. Ja. Und auf der einen Seite ist man natürlich total verliebt als Paar. Alles ist rosarot und so. Das ist so die weiche Seite eher. Oder auch das Thema Gefühle dann, Geldbiografie, Werte, Kommunikation, Streitkultur. Und auf der anderen Seite kann man oder sollte man eben auch einen Haushalt wie ein Unternehmen führen. Mhm. Das heißt, auch als Paar sich hinzusetzen, weil es auch Spaß bringt, finde ich, zu überlegen, was für Ziele und gemeinsame Ziele und Wünsche haben wir. Also Bezug auf Beruf, sich nochmal selbst verwirklichen, wollen wir ins Ausland gehen, bleiben wir in Deutschland, wollen wir Kinder, wollen wir keine Kinder, wo leben wir, auf dem Land, in der Stadt, wo wollen wir in 10, in 3, in 5, in 7, in 10 Jahren stehen? Mhm. Und auch wenn es gerade für junge Leute ganz weit weg ist, das Thema, wie leben wir im Alter und wovon, ist ein wichtiges Thema. Der Notfallordner finde ich total eminent wichtig. Ich halte ihn jetzt hier auch mal direkt in die Kamera. Dass man als Paar, also es müsste sowieso, das sollte jeder machen ab 18 in Deutschland, aber wir sind jetzt ja bei den Paaren, dass man einen Notfallordner hat, wo drin steht, wo es die Vollmachten gibt, falls mal ein Partner im Koma liegt, mehrere Monate vielleicht sogar, oder einer verstirbt. Also das Thema Vollmachten, Bankvollmachten, Patientenverfügung, wenn Kinder da sind, eine Sorgerechtsverfügung, wo bleiben die Kinder ab, wenn beide Eltern vielleicht einen Unfall erleiden. Aber da sind auch Sachen drin wie Zugänge, Passwörter für Social Media, Handy, all diese Dinge. Ich habe hier nochmal meinen kleinen Reisekoffer mit. Das Leben ist ja ein Abenteuer und eine Lebensreise auch letztendlich mit ein ziemliches Abenteuer. Man kann versuchen, wenigstens bestimmte Risiken zu begrenzen, indem man so einen Notfallordner hat. Ja, ich finde das auch total wichtig und ich merke auch natürlich persönlich auch, dass man das Thema Altersvorsorge oder auch so finanzielle Ziele teilweise sehr lange vor sich hinschiebt und sich darüber Gedanken macht, wo man sich jetzt im Nachhinein vielleicht auch sagen würde, hätte ich das mal früher angefangen. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr wichtig, dass einem das von der Familie vermittelt wird und insbesondere auch, dass man sich als Paar früh genug darüber unterhält. Ja, ich finde es auch total spannend, sich gemeinsam Ziele vor Augen zu halten und diese dann auch erarbeiten zu können. Weil ich denke, wenn man Ziele definiert und die dann auch einteilt in kurz-, mittel- und langfristige Ziele, dass man sich dann auch einen Plan machen kann, wie man die erreicht. Und dann macht man es auch. Sie hatten eben gesagt, festlegen, festschreiben wäre jetzt für mich ein Stichwort. Und da ist auch immer ein Tipp, dass man sich als Paar zu einem Finanzdate trifft, in regelmäßigen Abständen und das festlegt, um dann auch zu gucken, was für Ziele haben wir, kurz-, mittel-, langfristig, wie weit sind wir schon gekommen? Und ein Ziel kann ja tatsächlich auch der Erwerb einer Immobilie sein, ist auch ein beliebtes Ziel bei Paaren, entweder halt zur Eigennutzung oder auch als Kapitalanlage. Ja. Manche machen auch beides. Aber um da hinzubekommen, und im Alltag verliert man sich auch oft, ist es
spannend, sich einmal im Monat vielleicht zu verabreden zu einem Finanzdate und drüber zu sprechen, sich immer mal ein Finanzthema rauszusuchen, um Wissen weiterzugeben oder Erfahrungen auszutauschen. Und da empfehle ich auch, wie in einer Firma, das ist jetzt vielleicht, also, ne, dass man es schriftlich festhält, immer mal so kleine Notizen macht, vielleicht mal die Kontostände aufschreibt, was hat sich da verändert. Ja, richtig ein Projektmanagement auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein Haus erwerben will, dass man guckt, welche Schritte sind nötig. Man kann da auch wunderschön schon mal sein Traumhaus, seine Traumimmobilie reinkleben, damit es einen motiviert, weiterzumachen. Also netter Abend, Finanzdate. Man kann sich natürlich auch zu anderen Dates verabreden, aber und das spielerisch auch angehen, bloß nicht so verkrampft bleiben. Ja, also ich denke mal, das kann man auch so ein bisschen zu unserem Immobilienthema analogisieren. Wenn unsere Kunden in eine Immobilie investiert haben, dann beginnt der größte Teil eigentlich nach dem Kauf, nämlich im Management der Immobilie. Und der ist in der Regel ungefähr 10 Jahre, sagen wir. Und da findet dann eigentlich der größte Teil des Investments statt. Und da passieren natürlich auch ständig Nachjustierungen. Und da spielen natürlich einmal die harten Faktoren wie Finanzen eine Rolle. Hat der eine vielleicht einen besseren Job bekommen? Natürlich spielen auch solche Dinge eine Rolle, wenn man schon eine Immobilie hat, dass man die verkaufen kann. Vielleicht nach 3 Jahren, wenn man selber drin gewohnt hat, oder nach 10 Jahren, wenn man nicht selber die Immobilie bewohnt hat, steuerfrei und kann das Geld anders reinvestieren. Also solche Faktoren sind natürlich super wichtig. Und dann auch die weichen Faktoren. Also vielleicht ist das Thema Altersvorsorge dann doch mehr in den Fokus gerückt. Und für solche Themen sind so Finanzdates, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, das kann man, glaube ich, zu der Immobilie ganz gut analogisieren, weil genau das machen wir mit unseren Kunden auch. Und ich habe noch was mit. Und zwar, was ich auch, damit es nicht so langweilig wird, wenn man sich zum Finanzdate trifft, ist es immer, finde ich, ganz gut, wenn man mal so ein Maßband hat, ne? Und dann einfach auch als Paar guckt, wie alt bist du, wie alt bin ich, vielleicht wie alt sind unsere Kinder. Und dann kann man ja sehen hier, ich bin etwas älter als 40 beispielsweise. Aber dass man dann guckt, wie alt wollen wir werden? Und dann kann man mal sagen, wann wollen wir denn vielleicht in Rente gehen? Und wie viel Geld brauchen wir dafür? Und wie viel haben wir jetzt? Und wie kommen wir dahin? Und wie wollen wir im Alter leben? Oder wir sind jetzt vielleicht 30 und mit 40 wollen wir aber noch mal im Ausland irgendwo sein. Und es macht Spaß. Das sind ja so Meilensteine, Stepstones. Die kann man sich auch wunderbar einzeichnen. Man kann auch so ein Maßband nehmen, finde ich auch toll, und hängt sich das in die Küche, ins Schlafzimmer, was weiß ich, um es zu visualisieren. Ja, was ist denn, wenn man nicht nur unterschiedliche Werte mit in das Investment mit reinbringt, sondern auch unterschiedliche Finanzen? Also oftmals besteht ja ein Ungleichgewicht in dem Verdienst als Paar. Also manchmal verdient die Frau mehr als der Mann, manchmal ist es umgekehrt. Wie geht man denn mit sowas um? Also jetzt erstmal unabhängig vom Investment in eine Immobilie. Klar, es ist praktisch, wenn jetzt beide gleich verdienen, dann schmeißt man sozusagen ja alles in einen Topf. Beziehungsweise ich empfehle immer das Drei-Konten-Modell. Das bedeutet, man hat ein Haushaltskonto, wo die festen Sachen und Essen und Trinken und so und sowas davon bezahlt wird. Und beide schmeißen rein in dieses Haushaltskonto und trotzdem hat noch jeder sein eigenes Konto, über das er frei verfügt. Und das ist ein Modell, was sehr gut in der Praxis funktioniert, wo es wenig Konflikte gibt. Und ich empfehle aber auch, jetzt kommen wir nämlich zu dieser ungleichen Verteilung, dass man das, wenn man jetzt unterschiedlich verdient, dass man auch prozentual sozusagen, der eine schmeißt vielleicht 60 rein, Prozent des Gehaltes und der andere 40. Und so kann man es nachher auch beim Kauf einer Eigentumswohnung oder einer Immobilie, sagen wir jetzt einfach mal, machen. Wenn man jetzt verheiratet ist als Ehepaar, dann ist das, wenn man nichts anderes vereinbart, dass eben 50-50, also auf jeden Fall sollten beide im Grundbuch stehen, das ist ganz wichtig, finde ich. Thema Absicherung auch. Was ist, wenn man sich eben nicht mehr so gerne mag? Braucht man nicht 50-50 machen, sondern man könnte auch 60-40 nehmen, was auch immer.
Das ist später einfacher bei einer Trennung. Und da kann Ja. man auch gucken, wie der prozentual wer Zinsenabtrag dann halt mitträgt. Ja. Jetzt bin ich schon bei dem nächsten Thema, nämlich das Thema Ehevertrag. Würde ich also wirklich jedem Paar empfehlen, einen Ehevertrag zu machen in guten Zeiten, wo man auch schon mal reinschreibt, was bringt jeder mit in die Ehe. Das macht es später bei einer eventuellen Trennung, Scheidung einfacher. Und auch wie Versorgungsausgleich und wie regeln wir das, wenn Kinder kommen? Wie machen wir das dann? Wie ist das denn, wenn man nicht verheiratet ist? Kann man dann auch zusammen investieren? Ja, kann man. Ist noch ein Stück gefährlicher in Anführungsstrichen. Beziehungsweise sollte man da noch oder muss man sogar tiefgreifender vorsorgen, weil nicht verheiratete Paare haben eben nicht die gleichen Rechte wie verheiratete Paare. Und als nicht verheiratetes Paar kann man einen partnerschaftsanalog zum Ehevertrag abschließen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und auch wenn man eine Immobilie, gerade wenn man eine Immobilie kauft, kann man auch einen Partnerschaftsvertrag abschließen. Oder man kann eine GbR bilden, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und da kann man, also da muss man zum Beispiel auch gar nicht 50-50 investieren oder im Grundbuch stehen, sondern kann auch sagen, wir machen 60-40, man kann die Verteilung regeln. Thema Erben und Vererben. Entweder kann man einen Erbvertrag abschließen oder ein Testament. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Erbvertrag und einem Testament? Genau, also wir beide sind jetzt ein Paar und nicht verheiratet. Verheiratete Paare können zum Beispiel ein gemeinschaftliches Testament machen. Wenn man nicht verheiratet ist, geht das nicht. Ich kann natürlich ein Testament machen, wo du begünstigt bist als Alleinerbe. Ich kann das aber auch heimlich wieder ändern. Also das ist schon mal so eine kleine Gefahr. Und selbst sie begünstigen würde, heißt es trotzdem nicht, dass sie sozusagen die Hälfte dann erben oder mein Erbe ganz bekommen, sondern da sind ja manchmal auch noch Kinder im Spiel, die miterben. Und wenn keine Kinder da sind, sind nochmal die Eltern mit da, die auch miterben würden. Also das muss man bedenken. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt bei einem Erbschaftsvertrag. Da ist es so, den machen wir beide zusammen und der kann nicht einseitig, der muss notariell beglaubigt werden auch und der kann nicht einseitig wieder verändert werden. Der steht dann sehr fest auch. Eine Idee wäre auch Thema Erben, Vererben, dass man für den, der überbleibt, sozusagen Nießbrauchrecht auch in das Grundbuch mit reinnimmt, sodass der nicht rausgekegelt wird durch so etwas. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und dann die steuerliche Situation. Wenn man als Paar verheiratet ist, hat man einen Steuerfreibetrag von 500.000 Euro. Wenn man nicht verheiratet ist, sind es nur 20.000 Euro. Ja. Das ist also wirklich gerade bei einer Immobilie ein gewaltiger Unterschied. Definitiv, ja. Und wenn Kinder im Spiel sind, das gilt aber auch für verheiratete Paare, aber für nicht verheiratete noch mal mehr, dass man sich um das Thema Sorgerecht kümmert. Also wer hat das Sorgerecht und was ist, wenn beide versterben? Dass man weiß, dass die Kinder irgendwo landen, wo sie gut aufgehoben sind. Ja, ganz, ganz wichtig. Jo. Was würden Sie denn zusammenfassend nochmal sagen, was so die Chancen und Risiken von einer Investition als Paar sind? Also die Chance ganz klar, dass man als gemeinsames Paar wahrscheinlich über ein höheres Finanzvolumen verfügt, eine bessere Bonität bei den Banken hat, vielleicht einen besseren Kurs bekommt und auch vielleicht eine größere, attraktivere Immobilie erwerben kann. Ich finde die Chance, wenn man ein richtig gutes Paar ist und sich als auch als Paar, als Unternehmerpaar empfindet, dass man mit seinen Stärken da reingeht und dass man zusammen ein gemeinsames Projekt schaukelt, das schweißt ungemein zusammen, das kittet einfach. Ja, und die Risiken, es könnte natürlich sein, dass man sich doch in die Haare bekommt, weil die Streitkultur nicht so gut ausgeprägt ist. Dann gibt es natürlich Risiken wie Berufsunfähigkeit oder einer verstirbt oder so etwas. Aber da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass man das durch Verträge minimieren kann oder entsprechende Absicherungen. Ja. Und von daher, ich finde, wenn man sich gut vorbereitet hat und die wichtigsten bedrohlichen Risiken absichert und gute Verträge geschmiedet hat und man ist sich einig, ich finde, dann muss man Butter bei die Fische, Gas geben, loslegen. Dann sollte man sich doch trauen. Genau, ja, man sollte sich vertrauen und trauen, beides.
Ja, ich finde auf jeden Fall, dass die Chancen den Risiken überwiegen. Und ich habe heute in unserem Interview sehr, sehr viel mitgenommen und gelernt. Und ich habe auf jeden Fall große Lust bekommen, gemeinsam mit meinem Partner zu investieren. Und ja, ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, sich als Paar besser kennenzulernen und eine großartige Möglichkeit, auch sich gemeinsam Ziele zu setzen. Und ich finde, es ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, was man gemeinsam angehen sollte. Und was man zumindest überlegen sollte. Und auch wenn man sich überlegt oder herausfindet, dass man nicht gemeinsam investieren sollte, sondern jeder möchte das für sich machen, ist es auch eine Erkenntnis, die man gewonnen hat und die sehr wichtig ist. Ja, vielen lieben Dank für dieses sehr inspirierende Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe persönlich für mich auch sehr viel mitgenommen. Ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat auch mir ganz, ganz viel Spaß gebracht und es freut mich, dass ich ganz viel Mut und Wissen und Ermutigung auch rübergebracht habe. Und ich mache das gerade gern auch bei jüngeren Leuten, denen einfach ein bisschen ja, Rückenstärkung zu geben, sie zu ermutigen. Und ich bin natürlich total gespannt, was im nächsten Halbjahr oder im nächsten Jahr passiert. Und ja, falls Sie ab und zu mal eine Unterstützung brauchen, dann lotse ich Sie gerne immer noch mal ein Stück weiter oder so. Und war ganz, ganz toll. Und ich bin total gespannt, wie es weitergeht bei Ihnen. Und wenn Sie sich auch mal von Frau Voss beraten lassen möchten, dann machen Sie das gerne. Sie sehen hier unten jetzt die Kontaktdaten eingeblendet. Und wenn Sie sich zu einem Immobilieninvestment beraten lassen möchten, dann können Sie uns natürlich auch jederzeit kontaktieren unter www.wunderagent.de.